Zwei alkoholisierte Männer haben am Montagabend in Bissendorf einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die beiden 29 und 30 Jahre alten Männer hatten gegen 23 Uhr eine dortige Spielothek betreten. Die Angestellte in der Spielothek kannte die beiden Männer schon und wusste, dass sie beide schon bereits zuvor mal Ärger gemacht hatten und ein entsprechendes Hausverbot hatten, weil sie unter Alkoholeinfluss standen und die sich nicht ordnungsgemäß in der Spielothek verhalten haben. Sie hat die beiden aufgefordert, die Spielothek zu verlassen am gestrigen Abend. Sie sind dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Stattdessen haben sie die Frau massiv bedroht und sie wusste keinen anderen Ausweg, als entsprechend die Polizei zu alarmieren. Die Kollegen sind dann irgendwann mit mehreren Streifenwagen vor Ort angerückt, wussten jetzt nicht genau, was für ein Sachverhalt hier zugrunde liegt, haben daraufhin die Spielothek erstmal komplett umstellt und nach kurzer Zeit sind dann drei Männer aus der Spielothek herausgekommen. Die Kollegen haben diese drei Männer festgenommen. Wie sich herausstellte, war der dritte Mann ein 33-jähriger Zeuge, der der Frau der Angestellten geholfen hat, damit die beiden Männer, die jetzt wieder aggressiv waren, entsprechend die Spielothek verlassen haben. Und insofern ist er sofort wieder freigelassen worden. Die beiden 29 und 30 Jahre alten Männer sind in Gewahrsam genommen worden und mussten die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Wir ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und Bedrohung.